Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir machen heute Eiweißverwertung in Form von kleinen Tannenbäumchen. Wie du die auch so schön grün und so schön drapiert bekommst, das zeige ich dir jetzt im Video. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Ich hoffe, du hast genug Eiweiß übrig. Unsere Zutaten für unsere Tannenbäumchen ist natürlich das übrig gebliebene Eiweiß, Zucker und Puderzucker. Ich habe noch ein bisschen Rum-Aroma, beziehungsweise das ist jetzt Bittermandel-Aroma. Das mag ich eigentlich sehr gerne da drin. Ein bisschen Zitronensaft. Ich finde, dadurch bekommt das Eiweiß noch ein bisschen mehr Stand und sieht irgendwie weißer aus. Aber es bleibt ja nicht weiß, denn wir machen jetzt noch die Wilton-Farben mit dazu, weil sie ja grüne Tannenbäumchen werden sollen. Außerdem werden auch so Tannenbäumchen auch verziert bei mir Weihnachten. Mit Sternchen, mit Perlen, also mit allem Möglichen, was ihr daheim habt. Aber nun starten wir gleich. Als erstes geben wir unser Eiweiß hinein. Zusammen mit unserem Zitronensaft und schlagen das ordentlich steif. Wenn euer Eiweiß nicht mehr runterfällt, also ich hebe es jetzt auf den Kopf, es passiert nichts, dann ist das Eiweiß schön steif. Nun könnt ihr euer Aroma dazugeben und euer Puderzucker und zum Schluss noch eine Messerspitze Farbe. Wie ihr seht, ist es eine richtig schöne grüne Masse geworden. Natürlich, je nachdem, wie viel Farbe ihr reinmacht, wird es heller oder dunkler. Ich habe mir einen Spritzbeutel besorgt und nun füllen wir die komplette Masse in den Spritzbeutel. Das ist genau für eine Füllung. Ich habe den Spritzbeutel in Glas gestellt, damit es leichter ist. Ich hoffe, ihr könnt zuschauen. Ich denke schon. Und nun geben wir das Ganze hier hinein. Dann habt ihr ein Backblech mit Backpapier ausgekleidet, hoffe ich. Und nun, ups, geht es auch schon ans Spritzen. Dann fängt er wirklich hier an. Von außen, von innen nach außen. Meine süßen Weihnachtsmänner, lasst ihr jetzt bei 80 Grad anderthalb bis zwei Stunden trocknen. Auf Umluft und macht bitte eine Kelle oder einen Kochlöffel zwischen rein, damit die euch nicht zerfallen, denn die Luft muss entweichen können. Natürlich dürft ihr die Deko nicht vergessen, die muss natürlich auch mit drauf, die wird nämlich dann mit. So, meine sind jetzt fertig dekoriert, die verschwinden nun in den Backofen für anderthalb bis zwei Stunden bei ca. 80 Grad. Und so sehen deine Tannenbäumchen aus, wenn sie fertig sind. Innen drin sind sie leicht soft, wenn du reinbeißt. Also ein absoluter Zuckerschock, okay. Aber es ist Weihnachten, who cares? Also viel Spaß beim Nachmachen. Deine Silke von Anders Backen.